Ask the Expert, heute mit der Rechtsexpertin für Selbstständige, Diana. Diana, was muss ich eigentlich beachten, wenn ich ein Unternehmen gründe? Eigentlich im Endeffekt drei Dinge am Anfang. Dein Namen, deine Rechtsform und deine Steuernummer. Beim Namen, wenn du am Anfang noch nicht so ganz kreativ bist und dir noch nichts Individuelles aussuchen möchtest, nimm erstmal deinen Vor- und deinen Nachnamen, reicht am Anfang vollkommen. Das zweite ist die Rechtsform. Es gibt unterschiedliche Rechtsformen von GbR, so vielleicht schon mal gehört, Gesellschaft bürgerlichen Rechts, bis hin zu GmbH mit extra Kapitaleinlage. Ist wirklich für jeden da was dabei. Du musst am Anfang nicht groß anfangen, dir darüber Gedanken zu machen. Du kannst jederzeit auch durchaus deine Rechtsform wechseln. Das dritte ist die Steuernummer. Die Steuernummer beantragst du beim Finanzamt. Kannst du online ganz einfach machen über das Elster-Portal. Das solltest du auch sehr zeitnah machen, denn es kann gut und gerne mal 6 Monate dauern. Und die brauche ich aber ja für jede Rechnung, oder? Genau, richtig. Auch als Kleinunternehmer musst du die auf jeder Rechnung mitführen, selbst wenn du keine Mehrwertsteuer ausweist. Also super wichtig. Du kannst jederzeit einfach online auf den Industrie- und Handelskammerseiten gehen. Die haben da ganz spezifische Informationen für Erstgründer bereitgestellt, sehr einfach zu verstehen, kostenfrei. Oftmals haben die Industrie- und Handelskammern auch eine Hotline direkt mit deren Rechtsteam. Da kannst du einfach anrufen und jede Art von Frage stellen. Die sind genau dafür geschult und haben alles schon mal gehört und sind wirklich responsive. Ich habe gerade mein Unternehmen gegründet und möchte jetzt auf allen Social-Media-Plattformen aktiv werden. Was muss ich beachten? 3 Punkte. Erstens, leg dir einen Business-Account an. Trenn beruflich von privat. Mit dem Business-Account auf den Plattformen hast du die Möglichkeit, dass du Zugang zu den kommerziellen Soundkatalogen bekommst. Das heißt, du reduzierst schon mal dein Urheberrechtsrisiko, wenn du unsicher bist, ob du überhaupt die Rechte hast für die Musik, die du da unterlegen willst unter deinen Content. Und das zweite ist außerdem, du reduzierst das Risiko, dass dein Privataccount dann gesperrt werden würde für gegebenenfalls unternehmerische Aktivitäten. Das mögen die Plattformen natürlich nicht so gerne. Der zweite Punkt ist dein Impressum. Hab ein Impressum verlinkt in der Bio auf deinen Accounts. Das geht super easy. Nimm einfach das Impressum, den Impressumslink von deiner Website. Wenn du noch keine Website hast, leg dir ganz schnell einfach easy bei Jimdo eine an. Und dann verlinkst du es einfach in deiner Bio und that's it. Content vom Impressum, Name, Vorname, Adresse und eine E-Mail-Adresse. Der dritte Punkt ist die werbliche Kennzeichnung von Anzeigen. Immer wieder gerne gefragt. Wenn du selber Werbung für deine eigenen Produkte machst, musst du das nicht als Werbung kennzeichnen. Wenn jemand anders Werbung für deine Produkte und Dienstleistungen macht, sollte er das kennzeichnen. Das sollte auch in eurem Vertrag festgehalten sein. Als Selbstständige oder Selbstständiger ist es super schwer, den Überblick zu haben, was sich rechtlich eigentlich für mich ändert. Was hast du da für Tipps? Am besten ist es einfach, guckt regelmäßig bei eurer Industrie- und Handelskammer auf die Website. Die haben einen eigenen Rechtsbereich. Setzt euch da auf den Newsletter und kriegt da einfach regelmäßig die Infos darüber rein in eure E-Mail-Inbox. Das ist auch alles kostenlos, auch wenn ihr gar nicht Mitglied bei den Kammern seid. Der zweite Punkt ist, wenn ihr wisst, es gibt bestimmte Anwälte, die in eurer Branche sehr oft beraten, schaut euch auch da um online. Die bieten oftmals auch Newsletter for free an. Tragt euch einfach ein und lasst euch regelmäßig updaten. Wichtig ist natürlich auch die gesamte Online-Community für Selbstständige. Es gibt ganz tolle Facebook-Gruppen. Auf Social Media wird sich wahnsinnig viel unterstützt. Seid involviert, helft anderen. Euch wird genauso geholfen. Und ein weiterer Punkt ist, wenn ihr dann wirklich mal akut irgendwie ein Thema habt, bei dem ihr sofort Hilfe braucht, dann schaut euch doch einfach mal das neue Produkt von Jimdo und Trusted Shops an. Wir haben jetzt Rechtsberatung im Abo www.kanzleisofort.de und da bekommt ihr für 19,99 € pro Monat ein Abo und kriegt Termine innerhalb von 48 Stunden mit erfahrenen Rechtsanwälten, die ganz genau wissen, wie es euch als Solo-Selbstständiger und Einzelunternehmer geht. Und ihr könnt eine große Bandbreite an Rechtsgebiete dort abgedeckt bekommen und alle eure Fragen stellen. Kann ich mich eigentlich auch mit meiner Rechtsfrage an AI wenden, zum Beispiel ChatGPT? Grundsätzlich ja. Für ganz generelle Fragen spricht da absolut nichts dagegen. Gerade bei ChatGPT von OpenAI gibt es auch eine Community, die speziell für den deutschen Markt ein GPT gebaut hat. Das könnt ihr in dem GPT-App-Finder einfach suchen. Zum Beispiel gibt es einen GPT für German Law, wo ihr dann einfach mal nachfragen könnt, hey, das ist die und die Vertragsklausel, was heißt das eigentlich? Da kann man sich ganz gut drauf verlassen. Wenn ihr spezifischere, komplexere Fallfragen habt, wendet euch bitte trotzdem weiterhin an einen Rechtsanwalt. Okay, aber das heißt ja trotzdem, ich kann das als ersten Anhaltspunkt nehmen, aber wie bei jeder Frage bei ChatGPT muss ich ja hinterfragen, ob das inhaltlich richtig ist, oder? Genau, einfach einen kleinen Plausibilitätscheck machen und wie gesagt, für die ganz normalen Daily-Fragen, die einem so hochkommen, ist das eine erste sehr gute
gute Indikation. ChatGPT hilft auch durchaus, Gesamtverträge einmal zu evaluieren, zu sagen, ist das ein üblicher Vertrag? Sind das übliche Klauseln? Auch das hilft und hat eine sehr, sehr hohe Trefferwahrscheinlichkeit heutzutage schon. Ich bin jetzt gerade dabei, mein Business zu starten und möchte mir auch eine Marke aufbauen. Was sollte ich dabei beachten? Was viele am Anfang gar nicht wissen, ist, dass der Unternehmensname, sobald er benutzt wird im Geschäftsverkehr, bereits schon geschützt ist. Es kommt darauf an, in welchem Bereich ihr unterwegs seid. Wenn ihr online unterwegs seid und einen Online-Vertrieb in ganz Deutschland habt, dann habt ihr damit automatisch einen deutschlandweiten Schutz. Wenn ihr sehr lokal agiert, ein Handwerk habt zum Beispiel, dann gilt der Schutz nur lokal in eurer Region. Aber dafür müsst ihr nicht extra eine Markenanmeldung machen. Wenn ihr dann aber skaliert und ein bisschen größer werden wollt, dann würde es sich wahrscheinlich mal lohnen, eine Markenrecherche anzustrengen mit einem spezialisierten Rechtsanwalt und da zu schauen, dass ihr eure Marken und Logos schützen lasst beim Deutschen Patent- und Markenamt. Das ist ein Investment, aktuell 2.000 bis 3.000 Euro roundabout. Ab einem gewissen Punkt in eurer Entwicklung im Geschäft macht das Sinn. Ganz am Anfang sollte das nicht eure erste Ausgabe sein. Aber wann sollte ich es machen und was ist der Vorteil davon? Der Vorteil ist, dass ihr für euch individuell als Marke im Geschäftsbereich geschützt seid. Kein anderer darf euren Namen, euren Geschäftsnamen, eure Marke nutzen und auf eurem Erfolg aufbauen.